zum nächsten Video. Und zwar testen wir heute ein Ultrabook von Samsung. Das ist Samsung Serie 5. Ja, für die, die es interessiert, NP530U3B. Und das ist eine, ja, man kann schon fast sagen, Special Edition. Ja, wir haben hier nicht serienmäßig einen i5-Prozessor drin, sondern einen Intel Core i7 mit 8 GB Arbeitsspeicher, einem 13-Zoll-Display und ja, wie man schon sehen kann... Ganz genau 13,3. 13,3, genau, wie man schon sehen kann, also super schnell hier vom Standby-Modus rauf. Gehen wir mal ein bisschen ums Gerät hier rum. Wir haben eine Menge Anschlüsse, wir haben zweimal USB 2.0, einmal hier ein Card-Reader. Das DVD-Laufwerk fehlt natürlich. Wie gesagt, ganz typisch. Ja, wie sich für ein Ultrabook gehört. Dann haben wir sogar USB 3.0 einmal. Dann haben wir HDMI, Klinkenanschluss und hier der Netzwerkstecker. Jetzt kann man das sehen, der ist so klein, da muss man das Ding hier ausklappen. Wir haben aber Zweifel daran, wie lange das dann tatsächlich auch hält. Ja, wie gesagt, die Verarbeitung, also top hier, Aluminium, fühlt sich sehr wertig an. Wir können es mal aufklappen. Das Ganze fährt hoch in unter 20 Sekunden. Wir können es hier auch gleich verwenden. Und ja, einen internen Festplattenspeicher haben wir. 500 GB für den Nutzer frei verfügbar. Natürlich Windows 7 und Premium installiert hier. Ja, das Ganze läuft hier sehr flüssig mit den 8 GB Arbeitsspeicher. Wir können mal hier gucken, was der Windows Leistungsindex sagt. 4,4. Und ja, also der Arbeitsspeicher 7,2, nur die Grafik hing ein bisschen hinterher mit 4,4. Wie es sich natürlich auch gehört, Frontkamera mit 0,3 Megapixeln. Und ja, wie gesagt, wir haben hier eine ganz normale Querztastatur für Deutschland mit ja, sehr guten Druckpunkten. Die Tasten sind alles, hier wackelt nichts. Das ist wirklich alles sehr gut. Integriert haben wir einen Akku, der echt leistungsstark ist. Damit kann man so bis zu 6, 7, 8 Stunden sogar arbeiten. Man kann es kaufen in dieser Version mit Intel i5-Prozessor, i7, Entschuldigung, und 8 GB RAM für in etwa 900 Euro. Und... ja, gebt uns einen Daumen hoch. Ich war noch nicht fertig. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert uns, das wird uns helfen. Aber jetzt noch ein Schlussfazit, ja, von Tilo. Genau, dankeschön. Also, wir waren beim Preis und das kostet in der i5-Version ein bisschen weniger, also um die 700 Euro. Und jetzt nochmal bitte dein Part. Wie gesagt, gebt uns einen Daumen hoch, schreibt uns Bewertungen, gebt uns vor, was wir als nächstes tun und tschüss und auf Wiedersehen.